es ist einfach eine Weiterentwicklung dessen, was wir bisher gemacht haben. An sich ist ja jedes Goethe-Institut ein Knoten in einem Netz, weil es partnerschaftlich arbeitet. Aber was wirklich wichtig ist, die Welt hat sich ja geändert. Wir haben ja keine Globalisierung in dem Sinn, dass wir eine einheitliche Welt haben, wir haben eine fragmentierte Welt. Und wenn man in einer fragmentierten Welt arbeiten will und überhaupt sichtbar sein will, dann muss man sehen, dass man über ein Einzelinstitut hinaus die Chance nutzt, die man in einer Region hat. Und das hat das Goethe-Institut durch die Dezentralisierung gewonnen. Man kann solche Netzwerke sehr gut nutzen, einmal als Zugang zum Wissen. Man kann sie aber auch nutzen als Zugang, um kulturelle Werkzeuge zu etablieren. Und da vielleicht zwei Beispiele dazu. Zugang zum Wissen würde ich beispielsweise ein Projekt nehmen wie das Science Film Festival, wo wir über ganz Südostasien eine Entwicklung haben, wo Dokumentarfilme für Kinder und Jugendliche mit eigenen Schauspielern auch aus der Region, aber auch aus den internationalen Szene zusammengefasst werden. Und wir haben Festivals daraus entwickelt, die mit 600.000 Besuchern, Jugendlichen und Kindern einen wunderbaren Auftritt haben. Das heißt, sie sehen nicht nur Filme, sie begegnen sich auch und sie lernen, aber eben unterhaltsam. Zugang zu Werkzeugen würde ich zum Beispiel nennen Music in Africa. Das ist eine Plattform, wo Musiker zeitgenössische Musik dokumentieren, ihre Biografie zeigen, Texte dazu zeigen, Ausbildungs- und Fortbildungsinstrumente bieten. Und das machen wir zusammen mit der Siemens Stiftung. Und da haben wir inzwischen eine solche Entwicklung, dass wir überzeugt davon sind, dass wir bis 2018 alle afrikanischen Staaten südlich der Sahara in diesem Projekt haben. Afrika ist für uns ein Schwerpunkt, gerade bei Netzwerken und Plattformen. Und zwar deshalb, weil wir einerseits in Afrika eine große Interessenlage haben, aber schlecht ausgebildete Strukturen vorhanden sind. Und auch Kultur, wenn sie noch so originell ist, braucht Arbeitsgrundlagen, um sichtbar zu bleiben und nicht nur wie ein Komet aufzusteigen. Das zweite, Afrika hat ganz unterschiedliche Entwicklungsstufen. Es gibt Länder hochentwickelt, Südafrika, Kenia, Senegal. Und dann gibt es Länder, die weit zurückliegen. Und um diesen Spagat in irgendeiner Weise auch einzufangen, sind natürlich Netzwerke und Plattformen sehr gut geeignet, weil damit auch eine entsprechende Best-Practice-Methode weitergegeben werden kann. Eine große. Und zwar deshalb, weil Künstlerresidenzen immer die Chance bieten, nicht nur auf einen Event sich zu konzentrieren und dann ist das zu Ende, sondern Künstlerresidenzen sind angelegt, um zum einen Grenzüberschreitungen in der Erfahrung zu machen. Man geht in ein anderes Land, man vernetzt sich mit der Künstlerszene vor Ort und in der Region. Man überschreitet also Grenzen, man hat Kontakte, man hat neue Anregungen. Und was eben entscheidend ist, man tritt auch in einen bewussten Dialog ein. Und wenn man zurückgeht in sein eigenes Land, geht man sehr viel reicher zurück. Aber was auch entscheidend ist, Kontakte enden ja nicht einfach mit einem Abflug aus Bahia oder einem Abflug aus Johannesburg, sondern diese Beziehungen bleiben.